Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 16. Wir sind immer noch Kupka dicht auf den Fersen mit unserem guten Onkel Byron hier. Guten Tag, der sich bisher nicht gerade nützlich gemacht hat. Eher im Gegenteil. Aktuell sind wir in Dalmekia unterwegs, sind jetzt in der Dalimil-Schenke und haben unser Brüderchen knapp verpasst. Aber immerhin haben wir mitbekommen, dass wir es knapp verpasst haben. Müssen aber jetzt erstmal weiter auf unsere Reise. Oder auch nicht. Oh, die Straße ist gesperrt. Und das ist der einzige Weg nach Drachenfang. Anscheinend möchte Lord Kupka zurzeit keine Besucher empfangen. Wir müssen durch dieses Tor. Ja, aber gewaltlos, hoffe ich. Ich finde, wir haben schon genug Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Wir vor allem. Dann mit List. Vielleicht kann uns die Wüstenhirsin weiterhelfen. Rujena Dalimil, die Geheimnisvolle. Doch wie finden wir sie? Wir wissen nichts als ihren Namen. Sie war eine Verbündete von Cid. Bisher waren Cids Unterstützer Leute mit Einfluss. Angesehene und wohlhabende Mitglieder ihrer Gemeinschaft. So jemand dürfte Rujena Dalimil auch sein. Das würde die Suche zweifellos eingrenzen. Wir müssten uns nur erkundigen, wer in der Stadt das Sagen hat. Und genau das werden wir jetzt tun. Na, ob das eine gute Idee ist, aber stimmt, die Wüstenhäsin, die hatten wir ja auch noch. Damit wir noch ein weiteres Siegel kriegen von unserer, für unsere große Sammlung. Du willst ein Träger sein? Diversen Siegeln. Guten Tag, der Herr. Womit kann ich den Herrschaften dienen? Lass mich das machen. Mein guter Mann, wir repräsentieren eines der angesehensten Handelshäuser in Port Isolde. Wir erwägen, in diese Region zu expandieren und würden gern die Bekanntschaft der führenden Geschäftsleute hier machen. Wo finden wir denn jene? Also am bekanntesten sind unsere Bäder, die Märkte und die Schmieden. Die Besitzer der florierendsten Geschäfte haben hier sehr großen Einfluss. Danke. Das hilft uns sehr weiter. Ihr kennt nicht zufällig eine Dame namens Rujena Dalimil, oder? Nein, die kenne ich nicht. Gut. Trotzdem vielen Dank. Die ist wahrscheinlich gar nicht so angesehen, wie wir denken. Okay, nächster. Was willst du? Ich hab zu tun. Ja, ich auch. Komm, mach mal schnell. Ich suche nach jemandem. Eine Frau namens Rujena Dalimil. Kennst du sie? Nie gehört. War's das? Eine Frage noch. Angenommen, ich suche den reichsten Händler hier. Wohin sollte ich mich da wenden? Ganz klar. Dornkus. Die beste Schmiede diesseits der Meerenge. Der Inhaber ist ein Jungspund. Aber er hat den Dreh raus. Der Dornkus also. Danke. Dieser Jungspund ist doch unmöglich der Richtige. Sids Kontaktperson soll schließlich einflussreich sein. Habt ihr Einfluss beschlossen? Einfluss kommt mit Alter und Erfahrung. Glaubt mir das. Nein, nicht unbedingt. Aber es hat Sieht niemand gesagt, so aus, dass wir jemanden mit Einfluss, in der mit Einfluss und Erfahrung zu suchen. Hat niemand gesagt. So, wo müssen wir denn... Wo müssen wir denn jetzt hin? Irgendwo hier. Okay. Kann ich helfen? Ja, ich suche nach einer Dame mit dem Namen Rujena Dalimil. Eine langjährige Stütze der Gemeinschaft, glaube ich. Und Händlerin der alten Schule. Dann frag mal Ferda. Er lebt hier schon ewig. Kennt den Ort und seine Bewohner wie kein anderer. Vor allem die ganzen alten Händlerfamilien. Die Bäder, da solltest du ihn eigentlich finden. Herzlichsten Dank.
Ich glaube, wir suchen die vollkommen falsche Person. Das hört sich doch vielversprechend an. Mal sehen. Finden wir heraus, was genau dieser Färder weiß. Wenn sie so einflussreich wäre, dann würde doch irgendwer sie kennen. Engellaternen halten die Dunkelheit. Na, schön. Entschuldige, bist du Färder? Bin ich. Kann ich euch beiden helfen? Das hoffe ich. Angeblich lebst du hier schon ziemlich lange. Kennst du Rujena Dalimir? Sie dürfte als Händlerin hier recht bekannt sein. Darf ich fragen, was ihr genau von der Wüstenhäsin wollt? Sie war eine Freundin von mir. Wir bräuchten dringend ihre Hilfe. Also gut. Geht zum Bordell. Ich übernehme alles Weitere. Ich frag jetzt besser nicht, warum Sids beste Kontakte alle irgendwo in Bordellen zu finden sind. Ob wir ihm vertrauen naja, können? Naja, irgendwie muss die Tochter ja zu Stein gekommen so weit, sein. Wir uns vertrauen. Ihr habt uns also hinterhergeschnüffelt. Wovon redest du? Stell dich nicht dumm. Wer seine Nase in unsere Geschäfte steckt, verliert sie ratzfatz. Okay. Kerls. So, und jetzt fragen wir noch mal ganz liebenswürdig. Für wen arbeitet ihr? Für ihn oder sie? Ihn, den Meister. Er wollte das für euch prüfen. Ziemlich armselig für eine Prüfung. Lord Färder? Sieh an, wen haben wir denn da? Solch ein Geschick mit der Klinge ist wirklich selten. Passend für einen Geächteten. Du weißt, wer ich bin. Und was jetzt? Holst du die Wache und sicherst dir die Belohnung? Diese Entscheidung liegt nicht bei mir. Wir sind hier fertig. Bring ihn zu seiner lieben Rujena. Sie wird sicher sehr an ihm interessiert sein. Ja, mein Lord. Auf zum Hof der Muse. Zum Hof der Muse. Jo, eben. Logisch. Der Hof der Muse. Hergestellt aus robustem Stein. So viel zu Händlern. Kein anderes Brot ist so weich. Schnuppert mal, mein Herr. Meine Teppiche. Sind wir hier richtig? Lubos Schmiede, der Dornkuss. Ach doch, die Schmiede, na gut. Ah, also ist es tatsächlich dieser Jungspund. Und ich schwafle die ganze Zeit etwas von Alter und Erfahrung. Ich lag so falsch. Es war eine naheliegende Vermutung. Schließlich hat Sid sie vor Jahren zuletzt gesehen. Oder ihn. Wer dieser Lube auch sein mag, er scheint auf jeden Fall fähig zu sein. Und hat unseren Respekt verdient. Behandelt ihn auch so.
Sobor, ich soll die beiden hier zu dir bringen. Meine Jungs sagen mir, du brauchst etwas Hilfe. Sid der Zweite. Machen wir es kurz. Hilf uns, das Südtor zu passieren. Sag mir, was ist das wichtigste Werkzeug im Arsenal eines Händlers? Vertrauen, das weiß doch jeder. Ohne das hat man nichts. Und nichts ist genau das, was du hast. Und deshalb habe auch ich für dich nichts. Ich kann schließlich nicht jedem Straßenhund helfen, der einfach hier hereinstreunt. Ich bin beschäftigt, wie du siehst. Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Dann nur zu. Findet jemand anderen, der euch bei eurer Reise hilft. Und sagt ihm auch, dass ihr ganz gewiss nicht die zwei gesuchten Reisenden aus der Schenke seid. Wir wollen doch Missverständnisse vermeiden, oder? Du Kleiner! Gut. Können wir dein Vertrauen vielleicht verdienen? Du gefällst mir. Bereit, alles zu tun, um dein Ziel zu erreichen. Ha, Leute wie du haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und warum wohl? Weil ich so bekomme, was ich will. Immer. Schön. Also, was willst du? Jetzt erzähl mir nicht, dass du auf diesen Wichtigtuer hörst. Hören wir ihn uns doch erstmal an. Es ist nur natürlich, dass ein Verbündeter von Sid Fremden misstraut. Falls er wirklich ein Verbündeter ist. Vor 5 Jahren war er noch ein halbes Kind. Und selbst damals hatte ich mehr Grips als ein Mann, der... Oh, 5-mal so alt ist? Naja, zurück zum Thema. Du wolltest wissen, was ich will. Ich will, dass die Probleme in Dalimil ein Ende haben. Wenn ihr das für mich erledigt, werde ich euch helfen. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Was meinst du? Wenn du uns schon Befehle gibst, dann rede Klartext, Trottel! Manieren, Graubart. Mit Honig fängt man mehr Fliegen als mit Essig. Wie hast du mich gerade genannt? Entschuldigung. Ein Ratschlag als Wiedergutmachung. Folgt den Kristallen. Mehr sag ich aber nicht. Es soll ja nicht so einfach für euch werden. Ha! Wäre doch gelacht! Sein kleines Rätsel lösen wir im Handumdrehen. Ein Kinderspiel. Teilen wir uns besser auf, Clive. Ich möchte diese Posse gerne so schnell wie möglich zu Ende bringen. Ist gut. Fall nicht auf. Fall nicht auf. Ja, natürlich. Das kriegt ja hin. Garantiert. Ich dachte, wir wären die Unruhestifter in Dalimil. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das passt alles noch nicht so ganz. Haben die nicht gerade noch irgendwas von... Naja, egal. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Verzeihung. Hier gibt es zurzeit Ärger mit Kristallen, oder? Du weißt davon? Nur Gerüchte. Diebespack. Lassen Kristalle mitgehen, die unsere Krüge füllen und Feuer machen sollten. Wir einfachen Leute haben seit Monaten kaum ein paar Splitter gesehen. Selbst auf dem Schwarzmarkt scheint es keine zu geben. Sie sind einfach weg. Sehr merkwürdig. Aha, okay. Und mehr? Nö. Mehr müssen wir erstmal nicht machen. Bin ein wenig irritiert gerade, was das hier jetzt alles bedeuten soll, aber vielleicht erfahren wir dann noch mehr. Hast du kurz Zeit?
Kommt ganz drauf an. Eine Frage. Im Vergleich zu anderen Dörfern in dieser Gegend scheint Dalimil zu florieren. Woran mag das liegen? Wir sind nur einen Steinwurf von Drachenfang entfernt. Die Soldaten, die am Mutterkristall stationiert sind, müssen ja irgendwo ihren Sold verprassen. Vor allem die steinerne Wache wirft ständig mit Gil um sich. Interessant. Danke. Ich werde dich nicht länger aufhalten. Vor allem, er war ja wirklich mega jung, als er Cid angeblich getroffen hat. Also vielleicht ist er auch einfach nur, nochmal ein Handlanger von dieser Lady. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch einfach sich noch einen Klarnamen gegeben. Der letzte Schrei. Brot so weich wie eine Schäfchenwolke. Daffy, ein Bissen und ihr... Kaum zu glauben, wie viel er gezahlt hat. Ich hoffe... Was kann ich für dich tun, Soldat? Einmal Schwert polieren? Ich bin kein Soldat. Ach, dann verzieh dich. Ich bediene nur die Männer der steinernen Wache. Habt ihr eine Art Vertrag? Ach, Unsinn. Ich weiß eben, was gut für mich ist. Ich will nicht unter einem Bettler liegen, wenn sie vorbeikommen. Mit Taschen tiefer als Semikis, randvoll mit Gil. Los, verzieh dich, hörst du? Bevor du sie vergraulst. Ich glaube, ich verstehe langsam, was hier vor sich geht. Ob Onkel Byron was herausgefunden hat? Wahrscheinlich ist er schon in der Schenke. Du verstehst, ich verstehe nur, hier sind die Wachen, die verprassen hier ihre Gil. Und aus ihrem Grund verschwinden hier die Kristalle. Ich würde jetzt zumindest bis auf, dass die Kristalle verschwinden, nichts Verdächtiges hier erkennen. Aber gut, schauen wir mal. Was war das vorhin in der Schenke für ein Lärm? Angeblich. Ah, du hast doch unsere ganzen Möbel zerlegt. Was willst du? Hast du nicht schon genug Ärger angerichtet? Ich suche meinen Kumpel. Ist er hier? Du meinst den Herrn, der bei dir war? Der ist oben, aber... Aber? Danke. Ich finde ihn schon. Hat er Besuch? Oje, oje. Das Aber gefällt mir nicht. Das aber gefällt mir nicht. Wo muss ich denn hin? Lass mich dich einladen. Ich kann mir das leisten. Ich brauche einen Schnaps. Ja, ich auch. Das wird mir hier zu abstrus. Sie sagt, er ist oben. Ich bin oben. Aber am falschen oben anscheinend. Ah. Hm? Reicht das hier als Anzahlung aus? Heiliger. Eine schwarze Perle. Einer der vielen Schätze in meiner Sammlung, von der ich mich nur zu gerne trennen würde, wenn ihr mir einen Anlass dazu gebt. Also gut. Wir werden uns sicher einigen können, aber nicht hier. Was hast du vor, Onkel? Okay. Was war das? Kannst du mir erklären, warum du Kupkas Männern Geschenke machst? Köder, mein Junge. Damit beißen die Fische gleich viel besser. Und ich glaube, ich habe einen dicken Brocken an der Angel. Ich habe mich auf den Märkten umgehört, ob man nicht irgendwo Kristalle kaufen könnte. Natürlich ohne Erfolg. Kristallhandel ist schließlich verboten. Aber meine untypische Indiskretion erweckte zufällig die Aufmerksamkeit dieser uniformierten Ganoven. Sie nahmen mich beiseite und boten an, mir Kristalle zu beschaffen, wenn ich beweise, dass ich sie bezahlen kann. Die Perle war also der Beweis. Ich dachte, es würde mehr brauchen.
So ein zweitklassiges Exemplar bringt kaum 500.000 Gil. Ein kleiner Preis für den Zutritt zur Unterwelt. Aber genug von meinem kleinen Täuschungsmanöver. Was hast du entdeckt? Der Kristallnachschub scheint versiegt zu sein. Man munkelt, dass jemand sie beiseite schafft. Gleichzeitig geben die Mitglieder von Kupkas Leibgarde hier verdächtig viele Gil aus. Ich wette, die Soldaten von eben sind genau diejenigen, die hinter der ganzen Sache stecken und gut daran verdienen. Ich wette, du hast recht. Treffen wir die Männer und finden es heraus. Sie dürften auch Lubos Probleme sein. Ha! Dieser lachhafte Lackaffe dachte, er fordert uns heraus. Das zeigt mal wieder, man sollte einen Rossfield nie unterschätzen. Sein dummes Grinsen wird ihm schon bald vergehen. Ich habe bereits ein Treffen im Süden der Wellkreu vereinbart. Fernab neugieriger Blicke. Der perfekte Ort für ein kleines Verbrechen. Ich hoffe doch, du rettest meine Haut, falls etwas schiefläuft. Natürlich. Da fühlt sich doch einer an der Ehre gepackt. Das gibt's ja nicht. Also, Byron, egal was du tust, ich traue ihm nicht. Weil du dich bisher nicht als besonders clever erwiesen hast. So, wie kommen wir denn da jetzt hin? Durchs Südtor können wir nicht. Wir müssen also durchs Wüstentor. Na gut, dann müssen wir erstmal runter. Ja, ich hab's kaum hochgeschafft. Wo geht's denn jetzt runter? Mist. Kann ich nicht einfach? Nein, natürlich nicht. Da vorne geht's runter. Ich traue dem Braten nicht, dass Byron plötzlich schlau geworden ist. Na gut. Mit Geld um sich schmeißen kann ja jeder irgendwie. Was war das vorhin? Nichts. Gar nichts ist da. Gar kein Lärm. Hast du dir eingebildet? Und los. Ab durch die Wüste. Sind das rote Chocobos? Tatsache. Hehe. Ich übernehme das. Ich fürchtete schon, ihr würdet nicht kommen, Milord. Habt ihr eure Spende dabei? Sämtliche Münzen und Edelsteine, die ich so kurzfristig auftreiben konnte. 500 Myriaden, hoffe ich. Auf den Preis hatten wir uns doch geeinigt, oder? Wenn ihr nichts dagegen habt, möchte ich jetzt die Kristalle sehen. Natürlich. Hier entlang, Milord. Wirklich nicht schlecht. Die Klarheit ist beeindruckend. Aber muss ich mich sorgen? Wenn ich auf der Straße angehalten werde, welche Garantie habe ich, dass sie nicht als Eigentum der Republik beschlagnahmt werden? Diese Kristalle sind nicht mehr Eigentum der Republik. Ihr kauft nicht von uns. Ihr kauft von ihnen. Und wir haben ja auch nicht mehr Befugnisse als ihr, Milord. Aber wir haben Schiffe und liefern gerne an einen Hafen eurer Wahl. Kleiner Gefallen für gute Kundschaft. Valuta, hm?
Was führt euch hierher? Na, sie wollen ihren Teil von Drachenfangs Segen empfangen. Unsere Nationen sind verbündet, also hat Valut ein Anrecht auf einen Teil der abgebauten Kristalle. Und sie sind so gute Freunde, dass wir diesen Anteil erhöht haben. Zu unser beider Vorteil. Daher sind diese Kristalle nun Eigentum des Königreichs von Valut. Und uns ist jegliche Einmischung verboten. Was auch immer fortan mit ihnen geschehen möge. Ah! Hast du das gehört? Sie arbeiten zusammen! Sieht ganz so aus. Milord! Was hat das zu bedeuten? Betrügerische Hunde! Das sind gar keine Käufer! Tötet also, sie! Also doch! Beide. Die kaufen euch die ab! Oh! Iron! Immer dasselbe mit dir! Ja. Hauptsache, du freust dich. Ich muss dir den Popo retten. Du freust dich und ich muss dir den Popo retten. Hallo? So eine ganze Armee gibt's nicht, oder was? Komm mal runter! Ist auch noch Kampfschokobus, oder was? Tatsächlich ein schwarzer Schokobus. Ein Valuta-Rennvogel. Also ich muss wirklich zugeben, so langsam blicke ich nicht mehr durch. Aber gut. Ha! Das war doch ein Klacks! Wie fandest du meine Darbietung? Auf der Bühne war ich oft der Bösewicht. Und ich glaube, das hat man gemerkt. Oder? Graubart, du warst hervorragend. Die Kampfszene war besonders dramatisch. Zu schade, dass ihr nicht mehr Zuschauer hattet. Aber das ist wohl auch besser so. Wie lange bist du schon hier? Lange genug, um zu sehen, wie hinterlistig dein Onkel ist. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ein Edelmann sich zu so etwas herablassen würde. Zwielichtige Geschäfte auf Augenhöhe mit Verbrechern. Hinreißend. Das waren also die Probleme. Die steinerne Wache hat die für das Volk gedachten Kristalle an die Valuta verkauft. Nun, damit ist Schluss. Das ist es. Die Menschen hier hatten kaum eine Möglichkeit, sich gegen Kupkas Männer zu wehren. Und die Valuta erst recht nicht. Bis ihr zwei hier aufgekreuzt seid. Gut, wir sollten die Kristalle zurückbringen. Passt ihr auf, bis ich mit dem Wagen zurück bin? Da fällt mir ein, wie heißt du denn eigentlich? Das fällt dir früh ein. Echt? Sid der Zweite heißt Clive? Naja, gibt schlimmere Namen. Nun, Clive. Da du dein Teil der Abmachung erfüllt hast, bin ich jetzt dran. Ein Weg durch das Südtor, war das alles? Genau genommen habt ihr dabei auch geholfen.
Viele der Wachen wurden bereits abkommandiert, um nach ihren vermissten Kameraden zu suchen. Und die restlichen wurden ermuntert, in die andere Richtung zu schauen, wenn ihr vorbeikommt. Danke. Und bitte lass mich die Kosten übernehmen. Du hast doch noch den Gillbeutel von den Soldaten, oder? Ich hab dich gesehen, als du ihn stibitzt hast. Oh, ja. War wohl nicht sehr geschickt. Und mein Name ist nicht Graubart, sondern Lord Byron Rossfield. Merkt ihr das? Klar, mach ich. Sehr gern. Graubart. Verwünscht! Oh! Hier, mein Siegel. Jeder Freund von mir, der es an dir sieht, ist auch deiner. Vielen Dank, Lubor. Ach, und wenn du willst, sende ruhig einen meiner Stolas zu deinen Leuten. Sag ihnen, Rujina macht wieder gemeinsame Sache mit Sid. Omia Lostelan. Tu isakelith. Ich vertraue dir, Sid. Oder doch eher Clive. Also, enttäusch mich bitte nicht. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Na dann, habt eine gute Reise nach Süden. Danke. Nicht doch. Ganz meinerseits. Komm, Onkel. Gehen wir. So. Also war es doch, okay. Also einfach nur ein Deckname. Ah ja, ein neuer Auftrag, da haben wir ihn schon. Aber, liebe Leute, noch ein neuer Auftrag. Gleich zwei. Ja, sind wir schon so in der Story fortgeschritten. Ja gut, wir haben jetzt wieder ein Siegel und Ansehen, also entsprechend gibt es neue Aufträge. Dann würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und wir sehen uns. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao.